Zwei Teams haben wir noch und eins davon heißt Fröhlichkauf. Genau. Ohne das P. Fröhlichkauf. Und so auch ihr Projekttitel. Ja, daran waren beteiligt Noah, Joel, Xenia, Jan, Niklas und die Mentoren Carsten von Birne und Julia. Viel Spaß! Xenia, hast du denn schon mal was von Fröhlichkauf gehört? Nein, Joel, was ist das denn? Also ich bin mir da selber nicht so sicher, ich habe das im Internet gelesen, aber was es ist, das weiß ich auch nicht so genau. Es klingt ja ein bisschen wie ein Supermarkt. Nein, da liegt ihr alle falsch. Bei Fröhlichkauf geht es um ein Projekt, das allen Leuten zeigen soll, wie nachhaltig sie einkaufen. Genau, so schreibt man das, Fröhlichkauf, das schreibt man so, wie es spricht. Und wir haben uns ein tolles Motto ausgedacht. Und zwar ist das Motto, fröhliche Menschen kaufen mit Fröhlichkauf. Wir hatten nämlich dieses Wochenende ein sehr witziges Wochenende hier. Deshalb auch nochmal ein herzliches Danke an die Orga und an alle Menschen, die hier waren. Wir haben sehr viel gelacht. Trotzdem haben wir ein etwas ernstes Projekt. Wie gesagt, es geht darum, wie nachhaltig die Produkte sind, die man einkauft. Dazu haben wir viel mit Daten gearbeitet. Wir haben ein eigenes kleines Datenset erstellt und darüber erzählt euch jetzt Xenia was. Wir möchten Produkte gerne in drei Kategorien bewerten: Umwelt, Gesundheit und Ethik. Für die Gesundheit haben wir uns dabei die Inhaltsstoffe angeschaut und die Nährwerte, die in diesem Produkt vorhanden sind. Die Inhaltsstoffe zählen mit 20% in die Kategorie und die etwas wichtigeren Nährwerte mit 80%. Für die Inhaltsstoffe haben wir uns überlegt, eine Liste zu machen mit schädlichen Inhaltsstoffen und eher gesundheitlich positiven Inhaltsstoffen, die dann dieses Ranking ausmachen. Wir vergeben immer 0 bis 5 Sterne pro Kategorie und daraus setzt sich dann ein Durchschnitt zusammen. Bei den Nährwerten haben wir uns an gesundheitlich unbedenklichen Grenzwerten orientiert, die wir von der britischen Lebensmittelbehörde genommen haben. Und daraus setzt sich dann auch der Score zusammen. Als nächstes haben wir uns gedacht, Umwelt ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und da haben wir erstmal geschaut, was für eine Verpackung hat das Produkt denn? Denn es gibt natürlich Papier, Plastik, Glas oder gar keine Verpackung in manchen Geschäften. Und je nachdem gab es dann eine bestimmte Punktzahl, die das Produkt dann dadurch erreichen konnte. Es wurde dann, hat dann 50% der Wertung für Umwelt ausgemacht und die anderen 50% war die Herkunft. Also wenn das Produkt aus demselben Land ist wie der Verbraucher, dann muss es natürlich nicht so weit hertransportiert werden und ist für die Umwelt besser. Ansonsten Ethik, wir haben ja auch hier über Hackerethik geredet, ist auch bei Einkaufen wichtig und da haben wir uns überlegt, wie kann man das denn bewerten, dass es objektiv ist. Und dann haben wir uns mit den Herstellungsbedingungen beschäftigt. Da gibt es immer diese kleinen Tochterfirmen, die zu einer größeren Firma gehören. Und dann haben wir zu der größeren Firma versucht, Informationen zu sammeln und dadurch zu bestimmen, wie ist das mit den Mitarbeitern, sind die umweltfreundlich und darauf dann auch nochmal Punkte gegeben. Man sieht also, dass wir uns hier sehr auf die Bewertung konzentriert haben. Das soll natürlich möglichst objektiv sein. Und deshalb haben wir zunächst nur einen kleinen Datensatz. Es wäre aber natürlich schön, wenn man den erweitern könnte, möglichst mit offenen Daten. Und jetzt wird Jan euch noch die wunderschöne Website vorstellen. Ja, für unsere Website setzen wir auf eine statische Generation unseres HTML-Codes quasi, damit wir nicht hundertprozentig auf JavaScript basieren müssen, da es da einige Einschränkungen in der Barrierefreiheit gibt und auch die Ladezeiten bei einer dynamisch generierten Website einfach länger sind, weil die Website halt auf dem Client aufgebaut wird und so wird halt die Website auf dem Server aufgebaut und halt einfach in quasi fertiger Form an den Client verschickt. Ja, und da haben wir halt eben jetzt die Ergebnisse aus der Datenbank. Das ist jetzt ein Python Flask Server, sozusagen, worauf die Daten liegen, also quasi eigentlich Python als Programmiersprache, Flask darüber als Webframework und HTML kommt hinterher raus. Ja, und da haben wir halt eben die Daten aus der Datenbank in gut lesbar mit einem schönen Sternrating. Ja, und jetzt erklärt euch nur was über das Backend, wo die Daten eigentlich herkommen. Die ganzen Daten werden über eine API abgerufen, das ist eine RESTful-API, die ist in Go geschrieben, die ist schön schnell, die speichert nichts im Hintergrund, das heißt, die Nutzerdaten, da hat man volle Kontrolle drüber,
Wir geben da auch nichts in die Konsole aus und alles. Also das, da hat man volle Kontrolle, schön nach dem Prinzip der Hackerethik. Und wie man sieht, man kriegt haufenweise Daten zusammen, sodass man theoretisch eine eigene Anwendung machen kann, basierend auf dem Backend. Und man damit trotzdem alle Funktionen, die unsere bisher schon wunderschöne Website anzeigen, selbst machen könnte, falls man es irgendwie nötig hätte. Genau, das ist prinzipiell unser Projekt. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wie es sich natürlich wieder für Jugendhackt gehört, wir haben das Ganze auf GitHub, wir haben eine Organisation dafür erstellt, Daten sind in eigenen Repositories dafür. Also wenn irgendjemand mal ein bisschen Zeit und Lust hat, wir haben so Strukturen in JSON-Dateien bereitgestellt, die kann man sich einfach kopieren und dann mal Daten von Nahrungsmitteln aus dem eigenen Kühlschrank vielleicht hinzufügen, wenn man Lust hat. Und dann macht man das Ganze natürlich wesentlich akkurater, wesentlich besser, wenn einfach mehr Daten zur Verfügung stehen, die man sich da anschauen kann in diesem System. Ja. Dankeschön. Vielen Dank an Fröhlichkauf.